Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Teil, einer neuen Folge von Quatsch, das ist nicht Battlefield, das ist Call of Duty United Offensive. Einmal durch den Bunker noch durch. Wenigstens mal ein bisschen Lebensenergie hier wieder. Dass das nicht ganz so übel aussieht. Ich hätte nichts sagen sollen. So, dann geht's uns jetzt aber auch wieder gut. Da haben wir auch das Fischerboot. Wir müssen ihr Boot klauen oder wir krepieren hier. Und dann klauen wir doch mal. Epp, so. Achtung, direkt von vorn. Jetzt verteidigen wir noch mal ein bisschen. Das Ding ist also immer noch nicht durch. Naja. danke, Sir. Das freut mich. So eine Möwe abschießen? Ich glaube, ich halte einfach mal ein Dauerfeuer drauf. So, der wäre weg. Scheinbar ja nicht. Dann hauen wir da noch drauf. So. Der noch. Ja, wir sind eh gleich durch. Und tschüss. Das war's. Man muss jetzt echt hier auswendig lernen, wo die Boote herkommen. Da kommen die drauf, Nummer 1. So, dann Nummer 2. Wenn wir den mal treffen würden. Sehr gut, speichern wir das mal ab. Ja, ja. Erstmal den weghauen. So, dann Nummer 2. Scheint so. So, jetzt geht's dann doch etwas besser, wenn du weißt, wo die Schiffe herkommen. Können wir so etwas einfacher ausschalten. Könnten wir auch nochmal speichern. Dann pusten wir mal wie eine Geburtstagstorte. Ja, genau, pack du dich mal hier fest. Ist doch echt super, dass du da stehen bleibst. Das war der letzte. Sehen Sie mal, Doyle. Sie haben den besten Platz bezahlt. Genießen Sie die Show. Okay. Deswegen ist er da stehen geblieben. Ich schlage vor, wir begeben uns dorthin, bevor noch mehr Feinde auftauchen. Ach, das war dann die Analyse. Verdammt, sorry, ich wollte es leider... wollte es nicht abbrechen. Wir laden das einfach gerade nochmal neu. Und, Mehr Patrouillen! Pusten Sie sie weg, sonst ist es aus! So, dann können wir das nämlich jetzt nochmal
in Ruhe machen. Sauberer Schuss! Das war der letzte. Sehen Sie mal, Doyle. Sie haben den besten Platz bezahlt. Genießen Sie die Show. Die Alster Monarch liegt vor der Küste. Ich schlage vor, wir begeben uns dorthin, bevor noch mehr Feinde auftauchen. Verdammt, jetzt kommt die Sequenz gar nicht mehr. Ist ja ärgerlich. Okay, Beschreibung der britischen Special Operations im Juli 2040. Nach der deutschen Besetzung Frankreichs schlug Winston Churchill die Gründung der Special Operations Executive SOE vor. Diese hoch ausgebildeten Agenten wurden in besetztes Gebiet geschleust, um den Widerstandskämpfern zu helfen und Sabotage durchzuführen. Bis Kriegsende hatte die SOI rund 14.000 Mitglieder, von denen 3.100 aktive Agenten waren. 1941 entstand eine weitere Eliteeinheit unter dem Namen Special Air Service. Die SAS führte gewagte Guerilla-Manöver durch, zerstörte wichtige Ziele wie Versorgungslager, Züge und Landebahnen. Diese Operation war so erfolgreich und schädlich für die Gegenseite, dass der Feind die SAS-Truppen als sehr gefährliche Männer bezeichnete, die es gnadenlos zu eliminieren gelte. So, und dann wird es jetzt wahrscheinlich in den letzten Teil, und zwar in die Russenkampagne, gehen. Genossen, das obere Kommando hat erfahren, dass die Deutschen in ihrer Verzweiflung ihre ganze Hoffnung auf einen letzten Angriff auf unsere zentrale Front setzen. Wenn sie hier den Sieg erringen, hoffen sie dadurch, über ihre vernichtende Niederlage bei Stalingrad hinwegzukommen und wieder in die Offensive zu gehen. Es sollte niemanden verwundern, dass unser großer Anführer, Genosse Stalin, verordnet hat, dass dies nicht geschehen darf. Glücklicherweise hat unsere hochrangige Informationsquelle in den Reihen des deutschen Oberkommandos wichtige Details ihrer Pläne aufgedeckt. Wir wissen zum Beispiel, dass das besondere Ziel ihrer Offensive, Codename Zitadelle, unsere scheinbar ungeschützte, vorgeschobene Stellung am Rand von Kursk ist. Ich sagte scheinbar, weil wir in den vergangenen Wochen heimlich Lage um Lage einer befestigten Bodenverteidigung errichtet haben, wobei wir die größte Konzentration von Panzerabwehrwaffen einsetzen, die es je an einer Position gab. Wir werden sie brauchen, denn wir haben erfahren, dass die Deutschen die bevorstehende Offensive mit allen zur Verfügung stehenden Waffen inklusive einiger neuer experimenteller Modelle durchführen werden. Wir haben nach und nach unsere Truppen ausgebaut und auch jetzt kommen noch Zugladungen mit frischen Reserven am Schauplatz an. Genossen, unser Ziel ist es, den gepanzerten Kräften der Deutschen das Rückgrat zu brechen und so zu erreichen, dass sie nie wieder eine effektive Offensive aufbauen können. Sobald dies erreicht ist, ist uns der endgültige Sieg sicher. Das klingt doch mal schön. Tschernaskaje, 4. Juli 1943. Liebste Natascha, Sie haben uns gestern Nacht spät auf die Züge verfrachtet. Das Einzige, was die Kommissare uns verraten haben, ist, dass man uns an eine Front bringen würde, wo wir der Heimat mit unerschöpflichem Mut dienen würden. Schöne Worte. Vassili sagt, der Feind plant eine Großoffensive bei Kursk. Sergeant Antonov glaubt, dass dies der letzte verzweifelte Versuch unserer Feinde ist, Fuß zu fassen. Was auch passieren mag, ich glaube kaum, dass es angenehm sein wird. Die meisten Männer fürchten sich, denn sie waren noch nie an einer Schlacht beteiligt. Die einzigen, die keine Furcht zeigen, sind Vassili und Sergeant Antonov. Sie haben beide in Stalingrad gedient, aber sie sprechen nicht gerne darüber. Wenn wir uns alle an sie halten, kommen wir vielleicht mit dem Leben davon. Juri. Auf dem Weg zur Front bei Kursk. Ich gehe ja schon. Okay, ja, dann gehe ich halt dahin. Wieder nur 5 Schuss, wie auch schon beim Original oder beim Hauptspiel. Los,
bei den Russen. Es muss hier gespart werden. Dann fahren wir mal. Ich gehe mal lieber in Deckung. Sicher ist sicher. Und die ersten Verluste. Soll ich jetzt Munition herkriegen? Ah, okay. Geht's ja ganz schön ab hier unten. Komm, gib mir. Gib mir Zeug. Ja, ich will Muni haben. Danke. Dann bewegt euch mal. Gehen Sie weiter, bis Sie einen Platz finden. Sie dürfen unsere Linie nicht durchbrechen. Wo, das sollten wir eigentlich hinkriegen? Aua. Okay, Muni, Muni, Muni. Und Lebensenergie. Ich soll da bleiben, scheinbar. Verteidigen, ja. Gott sei Dank, Sie haben auch gehört. Wohl erst. Als nächstes greifen Sie an. Abwarten, Genossen. Noch nicht feuern. Abwarten. Maschinengewehre. Ich sehe auch noch nichts. Maschinengewehre bereit. Ah, da kommt was. Da sind sie! Feuer! Ich sehe gerade nichts wegen Rauch und so. Na komm, lasst euch mal wegballern hier. Gar kein Problem. Also noch. Ah, langsam habe ich doch mal ein bisschen getroffen. Vielleicht, weil hier hinten keiner mehr aufpasst. So, nachladen. Lebensenergie. Und weiter ballern.
Was macht ihr da eigentlich? Also irgendwie so effektiv sind die Jungs ja mal wieder nicht. So. Das ist nicht schön. Geht drauf. Die Deutschen sind durchgebrochen. Linke Flanke verstärken. Mir nach. Na, dann schauen wir mal. Die sind mir wieder schön im Weg rumrennen. Naja, zumindest ein bisschen Muni gibt's hier. Einmal hier durchballern. Lebensenergie, danke. Wäre der Flammenwerfer mal weg. Der ist Feuer und Flamme für sein Land. Erlösen können wir ihn halt auch nicht. So, ballern wir hier einfach mal weiter drauf. Und hoffen, dass es was bringt. Der kann mal weg. Der ebenfalls. So, komm, Kollege. Ja, das machen wir aber in der nächsten Folge erst. Vielen Dank ans Zuschauen. Oder fürs Zuschauen an der Stelle. Und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.